Liebe Freunde der gepflegten Strategie, willkommen zurück. 1662 ist es und wir sind mitten in einem kompliziert zu führenden Krieg gegen Marokko, Jemen, Gujarat, Aceh, Makassar. Auf dem ganzen Globus verteilt sind die Schauplätze und ich muss sehen, dass ich das irgendwie handle. Auf jeden Fall brauche ich eine weitere Armee und deswegen wird die dort oben von mir wahrscheinlich bevorzugt werden. Ich brauche auch einen weiteren General, den ich hier installieren werde. Alfred Oxenstierna. So, dann ist die kleine Flotte repariert. Die kann wieder dort Wache halten. Hier ist eine große Flotte, die ich natürlich sofort angreifen werde. Tja. Und dann wollen wir mal kicken, wie es weitergeht, ne? Die fliehen. Aber nicht direkt. Aha, sehr gut, weil wir die. Das ist hier. Hier kann man übrigens zu Fuß rüber. Das habe ich gar nicht bedacht. Insofern sollte ich lieber hier stehen und diese Meerenge sichern. Jetzt wollen wir mal kicken, was wir hier reißen können. Auf jeden Fall sind diese 2000 auch hinfällig. Sehr gut. Und nun können wir zurück zur Belagerung. Und in Jylland haben wir die Marokkaner völlig erledigt. Das ist doch auch schön. Gut, das Thema ist insofern geklärt. Und hier beobachten wir mal den Gesira, entdecken wir. Naja, schön. Gut. Da gibt es auch noch viel zu kolonisieren. Aber lohnt sich erst, wenn wir die Landverbindung haben. So. Wir haben gewonnen, allerdings nicht viel Verluste dort gemacht. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier stehen bleiben. So, meine Transportflotte ist jetzt dort angekommen. Ich werde die Armee einschiffen. Oh Gott, was ist denn das? Was ist denn das für eine Flotte? 94 Schiffe haben die. Damit habe ich im Leben niemals gerechnet, dass die so viele Schiffe unterhalten können. Das ist ja wohl super krass. Da schicke ich mal die paar Schiffe auch noch hin. Ich meinte, das sind zum großen Teil jetzt Transportschiffe, aber. Wahnsinn. Das ist doch echt Horror. Na, was das wohl bringen wird. Oh, ich sehe auch gerade, ich habe Defizit. Ich muss hier wohl mal ein bisschen schrauben. Minus 13, ja, das ist natürlich nicht so gut. So. Ist das okay, denke ich. Ja, zumindest Marokko haben wir hier erledigt. Das ist alles stabil. Die Flotte ist jetzt eingeschifft. Ja, und wir brauchen sie auch dringend. Leider dauert es wahrscheinlich etwas lange. Erstmal brauche ich sie hier. Hier sind nämlich auch zwei Armeen von Gujarat. Ist schon krass. Also man schätzt doch diese unbekannten Mächte im Rest der Welt ein bisschen falsch manchmal ein. Die Stärke. So, hier werde ich halt, hier werde ich mal ganz kurz auf Reparaturstation gehen. Okay. Schleswig wird mal wieder angegriffen und weiteren 7000, die ich nicht bemerkt habe. Da werde ich jetzt aber hinfahren. Aber mit denen werde ich natürlich fertig, also sollen sie das ruhig machen. Das kostet alles nur Manpower. Und hier sind weitere 5000 Mann aus Gujarat. Mal gucken, ob ich die noch verhindern kann. Und hier kommt eine große Flottenauseinandersetzung. Die wir.
Hier sind wir noch rechtzeitig da. Na, Gott sei Dank. Okay. Schleswig wird belagert. Ja klar, das wissen wir. Golf von Aden haben wir keine Schiffe erledigt. Das ist ja ärgerlich. Also ich würde mal zumindest mit der Transportflotte hier rausfahren. So, jetzt haben wir hier eine Schlacht an Land, die wir locker gewinnen. 7000, überhaupt gar kein Problem. Sofort erledigt. Ja, und das ist auch kein Thema. Ein Transportschiff haben wir dazu gewonnen, was wir nicht wirklich brauchen. Na gut, von der Sache her bin ich natürlich absolut überlegen, aber die Masse an unterschiedlichen Schauplätzen ist schon sehr fordernd. So. Und hier ist der heftige Seekampf. Vier, echt heftig, wie viele Schiffe da gegeneinander stehen. Aber ich habe ihn wirklich gewonnen. Allerdings natürlich nur wenig Verluste. Zwei Transportschiffe habe ich von denen erobert. Naja. Gut. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mal irgendwo in den Hafen zum Reparieren fahren. Bantan ist jetzt erfolgreich kolonisiert, aber das kann ich mir im Moment nicht leisten, das weiter auszubauen. So, die gehen jetzt in den Hafen von Makassar. Okay. So, Ifat ist hier zumindest die Mauern durchbrochen, aber eine Level 2 Festung, das will ich jetzt noch nicht wagen. Sansibar ist schon auf 50%. Schwierig. Warum kann ich das nicht vernünftig anklicken hier? Da. Nee. Hä? Normalerweise müsste mir die Belagerungs... Achso, hier haben wir es. Ja, ich glaube, die halten noch ein bisschen durch. Meine Flotte kommt ja gleich, meine Armee. Naja, gleich ist auch relativ. Prima. In Gondor zumindest ist es jetzt auch reformiert, der Glauben. Afswa haben wir schon 100%. Allerdings noch keine Mauerdurchbruch. So, jetzt zeigen wir mal, hier haben wir... Ach so, Afswa ist erobert, sehr schön. Dann marschieren wir hier weiter und hier haben wir einen Kampf gegen unsere Transportflotte. Da holen wir natürlich die richtige ran und haben zwei Schiffchen immerhin gewonnen. Und hier geht es dann auch gleich weiter. Aber sie sind abgehauen. So, 75% schon in Sansibar. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ne, einen Angriff will ich hier nicht tun. Wo seid ihr denn? Ja, ist nicht mehr lang. Wahrscheinlich sollten wir direkt auf Sansibar gehen. Das ist sonst zu riskant, das jetzt noch länger. Und mal wieder sind die Marokkaner da. Diesmal stehe ich aber endlich mal richtig. Und wir haben noch eine politische Krise. Entweder Stabilität oder Dreiruf. Ah, das ist jetzt in so einer Kriegssituation blöd, aber ich nehme, glaube ich, trotzdem lieber die Stabilität. Ruf schränkt doch jetzt mein Handeln extrem ein und das will ich nicht. Wie lange dauert es? Oh, doch relativ lange. Januar 64, anderthalb Jahre. Naja, gut, hätte ich vielleicht das doch anders machen müssen. Ich weiß es nicht. So. Oh, da sind schon die Mauern durchbrochen. Ich habe auf jeden Fall in der Bucht von Helgoland gewonnen. Und
diesmal die Flotte richtig dezimiert. Das ist schön. So, jetzt sind wir bald dort. Jetzt. Und jetzt werde ich auch noch mit den 5000 Mann rüberziehen. Und jetzt kommt es zur großen Schlacht. Ach, die haben nicht mal einen Befehlshaber gehabt. Boah, das hätten wir auch. Na gut. Wie auch immer. Da ist aber ein Befehlshaber, deswegen werde ich die Sache jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und Kolonialabenteuer stehen an. Es scheint, als ob wir mit der Entdeckung der neuen Welt in die wohlhabendste Phase unserer Geschichte eingegangen sind. Das ist wohl so. Doch trotz unseres immensen Reichtums, der Karl den XI. Die Finanzierung einer der mächtigsten Armeen der Welt erlaubt, war er bislang erfolglos in seinen Versuchen, eine starke Seestreitmacht auf die Beine zu stellen. Naja, finde ich nicht. Und auch seine Bemühungen, die Nachbarstaaten zu erobern, sind bis jetzt kläglich gescheitert. Das finde ich auch nicht. So, entweder bekommen wir Verbesserung der Marine. 7 Jahre, was die Kosten der Schiffe hochtreibt, aber die Tech-Investitionen unterstützt. Oder Idee der Vormachtstellung auf See aufgeben. Nö, das machen wir nicht. Wir machen in Seestreitkräfte investieren. Okay, das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt gesammelt geht es gegen diese restliche Truppe. Ternate ist erfolgreich kolonisiert. Ich schicke aber jetzt niemanden hin, sondern Delhi schloss Frieden mit Ming. Das interessiert mich jetzt nicht. Und wir erledigen erstmal ihnen. Auch vollständig erledigt. Jetzt schiffe ich wieder ein. Die 5000 Mann marschieren zurück. So, jetzt ist nur noch Bohne und Bohne wird fallen, befürchte ich einfach. Da ist wohl kaum was zu machen. Wer ist denn hier? Ach so, ich bin hier. Bohne wird fallen. Aber gut, ich komme ja jetzt, um die Sache dann zu regeln. Warten wir mal, bis die Armee eingeschifft wird. Hier ist wieder Jemen mit 24 Soldaten am Start. So, ja. Bohne ist verloren. Okay. Wir haben die Schlacht gewonnen. Und schiffen wieder zurück. Seid ihr jetzt endlich eingeschifft? Jawohl, so, und mit denen kümmern wir uns jetzt um Archie. Ich hoffe, dass wir das irgendwie gebacken kriegen. Sie werden jetzt Pose belagern, vermute ich, und da werde ich sie dann stellen. Okay, aber man merkt, also man sollte diese Länder Makassar und Aceh nicht irgendwie Kriege mit diesen Ländern nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also mit einer Flotte von 90 Schiffen mal eben da aufzutauchen ist schon heftig. Im Übrigen haben wir Friedensangebote von Deccan, was wir ablehnen, und von Jemen, was wir auch ablehnen. Okay, insofern kann es jetzt weitergehen. Sehr schön. Die Konvertierung in Käfer war erfolgreich. Und hier ist eine erneute Seeschlacht ausgebrochen, die wir auch locker gewinnen dürften. Aber wieder keine Schiffsverluste auf dieser Seite. Und hier sollten wir aber dringend mal was reparieren. Insofern werde ich hier mal kurz die Flotten tauschen. So, jetzt wird wie erwartet Pose belagert. Hier oben sieht es, denke ich, gut aus. Marokko hat, glaube ich, auch nicht mehr so viel Manpower. Ich meine, wir können uns das hier auch mal ankicken, wie es denn aussieht. Boah, guckt euch mal hier die Truppenstärken an. Das ist schon heftig. 96 Großschiffe auf der anderen Seite.
Ja. Marokko 72%, Dili 65%, Guayra 72%, Makassar 98%, Aceh 70%. Aber ich habe noch 100%. Ich denke, wir kriegen das hier auch vernünftig über die Bühne. Bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh. Hier haben wir die Sache ja unter Kontrolle, hier eigentlich auch. Jetzt geht es nur noch um Arche. Ah, und hier ist wieder die Riesenflotte am Start. Oh ja, die Super-Riesenflotte. Makassar, Frieden mit Ming. Und wir haben wieder Schiffe gewonnen, die wir nicht brauchen. Ach so, aber wir sind jetzt, glaube ich, gerade gar nicht mehr in Heimatgewässer. Doch, Buru ist Heimat. Sehr gut. Insofern gucke ich mal, muss ich reparieren? Ich sollte wohl reparieren, ja. Also mal für einen Moment ab nach Buru. So, Aden ist erobert, sehr schön. Gut, prima. Dann können wir uns der Hauptstreitmacht einfach mal entgegenstellen. Und wenn wir dann die beiden Provinzen haben, dürfte die Sache eigentlich gegessen sein. Ich kann hier im Übrigen gar nicht erstürmen, weil ich keinen Anführer habe. Okay, das wird jetzt nochmal. Vielleicht. Ifat ist auch besiegt. Ach, hervorragend. Oh, idiotischerweise von den Falschen. Oh, ich bin ja auch ein Depp. Habe ich jetzt einen Riesenfehler gemacht? Ich gucke das mal ganz kurz mir an. Tatsächlich. Es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein. Ich habe den blödsinnigen Fehler. Ich dachte, das wären meine Vasallen, nicht meine Verbündeten. Wie ärgerlich ist das denn? Und weil es aber nur meine Verbündeten haben und die zuerst in Ifat gestanden sind, gehört denen jetzt diese Provinz. Und ich glaube, ich habe da auch keine Chance, daran etwas zu ändern. Insofern, gestaltet sich jetzt gerade die Sache ein bisschen schwierig. Tja, wahrscheinlich bleibt mir da nichts anderes übrig, als das erstmal so zu akzeptieren. Und dann muss Adal, weil dieser übereifrige Scheich Ifat hier vor mir erobert hat, muss Adal einfach dran glauben im nächsten Krieg. Ich weiß auch nicht. Anders geht's jetzt ja wohl nicht. Da habe ich es mir richtig selber versaut. Also wirklich, wie kann man nur so dämlich sein? Diese Provinz ist die entscheidende gewesen. Ich meinte, auf die hätte ich noch verzichten können, wäre ich hier oben gegangen. Aber Ifat ist die entscheidende und das verkacken wir. Also wirklich. Kann das wahr sein? So, jetzt ist erstmal meine Hauptstreitmacht hier. Und die zeigt den Säbelschwingern erstmal, wo der Hammer hängt, würde ich mal so sagen. Und wir haben Ureinwohner assimiliert, was immer gut ist. Okay. Ja, guckt euch das mal an. Völlig zerstört. 17.000 Mann einfach so vernichtet. Krass, krass, krass. So, jetzt erobern wir erstmal Bohne zurück. Was macht die Flotte? Ist die wieder einigermaßen einsatzfähig? Ja, mit der können wir schon wieder rausfahren. Gut, die erobern wir. Bohne erobern wir zurück. Okay. Insofern sehen wir jetzt schon mal langsam Land.
So, jetzt gibt es hier eine Riesenschlacht nochmal. Verhältnismäßig riesig. Die wir auch gewinnen. Sie fliehen nach Asien. Da ist die Frage, wollen wir ihnen nachsetzen? Ich denke, das sollten wir. Und Deccan Frieden fordert aber irgendein Quatsch. Ja, liebe Leute, also mit diesem wirklich ärgerlichen Fehler, oder nennen wir es mal, diesen übereifrigen Scheich aus Adal, ist mein Kriegsziel eigentlich perdu. Mal sehen, wie wir das Problemchen jetzt lösen werden. Noch bin ich mir nicht ganz sicher, ob da was zu drehen ist. Okay, ihr werdet es sehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem oder gerade deswegen gefallen. Gebt einen Daumen, wie ihr mögt, und wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Steinwallen.